Königin Camilla, schießt Sohn Tom Bowles gegen Prinz Harry? Tom Parker Bowles, 48, ist der Sohn aus Königin Camillas, 75, erster Ehe mit dem Offizier Andrew Parker Bowles. 83. Der 48-Jährige hat kurz vor der Krönung von König Charles, 74, sein Schweigen gebrochen und sich zu Anschuldigungen gegen seine Mutter geäußert. Meint er mit seinen Äußerungen auch Prinz Harry, 38? In dem Podcast The News Agents nahm er laut Mira Stellung gegen die Behauptung, seine Mutter spiele ein Spiel, um Königin zu werden, und verteidigte die Heirat von Camilla und Charles. Ich denke, Veränderungen passieren, aber es ist mir egal, was irgendjemand sagt. Das war keine Art Endspiel. Sie hat die Person geheiratet, die sie liebte. Das ist passiert. Anführungszeichen. Gut möglich, dass Tom Parker Bowles hier gegen Prinz Harry schießt. Der jüngere Sohn von König Charles hatte Anfang des Jahres sein Enthüllungsbuch Spare herausgebracht und darin Camilla bezichtigt, gefährlich zu sein und von langer Hand ein Spiel zu treiben, an dessen Ende sie zur Königin werde. In der vergangenen Woche hatte der Buckingham Palace bekannt gegeben, dass Prinz Harry am 6. Mai 2023 an der Krönungszeremonie für seinen Vater in der Londoner Westminster Abbey teilnehmen werde. Jedoch wird der Herzog von Sussex allein nach Großbritannien reisen, seine Frau Herzogin Meghan, 41, bleibt mit den Kindern Archie, 3, und Lily, 1, in Kalifornien, um dort Archies vierten Geburtstag zu feiern, der auf den Tag der Krönung fällt. Verwendete Quelle: Hello Magazine.com